Okay, ich habe hier ja diesen Kerzenständer. Wie sieht der bei dir aus? Da leuchten vier Stück. Vier Kerzen leuchten da. Da musst du mir sagen, welche bei mir. Meinen kann ich nämlich bearbeiten. Okay. Wenn ich quasi so stehe, dass ich auch den Kristall sehe, ja, also die Kugel. So stehe ich auch gerade. Okay. Dann leuchten die ersten zwei. Von links gesehen? Ja. Ja. Dann zwei nicht. Mhm. Dann wieder leuchtet einer. Dann wieder nicht. Und dann leuchtet wieder einer. Oh, okay. Da hat sich was getan. Was hat sich getan? Ja, wo? Suche ich auch gerade. Ach, bei mir ist... okay, hier ist was aufgegangen. Unter dem Kerzenständer ist bei mir ein Fach aufgegangen für ein Buch. Ja, richtig. Bei mir auch. Sehr gut. Die kannst du aber nicht benutzen, ne? Also irgendwas... Doch. Was kannst du da tun? Da habe ich rechts. Habe ich doch vorhin schon alles. Ach, stimmt. Verkehrt. Ja. Ach, die habe ich auch. Guck mal. Kannst du das einfach bewegen mal? Also inwiefern sich was ändert? Ja, mache ich gerade. Okay. Brauchst du vielleicht meine Frequenz? Also muss wahrscheinlich... Aber ich... Was ändert sich, wenn du den ersten drehst? Also ändert sich, wie oft der Kuckuck rauskommt, wie schnell die tickt, oder... Nee. Der Klack, 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 das ändert sich. Also nicht die Geschwindigkeit, aber der Ton. Der Ton? Genau. Oh, warte mal. Wenn du vor der Uhr stehst, da hast du ja diese Gewichte drin. Wie stehen die bei dir? Links ist ganz unten, Mitte ist ganz oben, rechts ist so Mitte von ganz oben und unten. Dreh so, dass rechts ganz oben ist. Dass rechts ganz oben ist. Rechts ist jetzt ganz oben. So, das müsste jetzt auf einer Höhe sein, dass die Oberkante von diesem Stäbchen rechts in der Mitte von dieser... Holzdings ist. Oh, das ist viel zu kompliziert. Okay, dann mach die Mitte runter, dass der obere Part in der Mitte von dem rechten Stäbchen ist. Ich weiß nicht, ob das ganz unten ist. Das müsste jetzt ungefähr die Mitte sein, ja? Ja, denke ich. Ich sehe es nicht, keine Ahnung. Ja, und ganz links? Der links ist ein bisschen höher als der mittlere. Ja, so wie du mir gesagt hast, geht es nur ein einziges Mal. Es geht gar nicht anders. Okay. Der ganz rechte ist ganz oben, der in der Mitte ist in der quasi ganz unten und der ganz links ist in der Mitte. Okay. So. Und jetzt brauche ich das zweite. Wie schnell tickt die Uhr? Wie das, schnell ist ich, der ich kann dir, Ich kann dir die Ticks sagen immer. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Okay, ich hab's, ja. Okay. Das nächste. Ist der Sound vom Kuckuck, glaube ich, oder? Wie soll ich den denn nachmachen? Ist der eher hoch? Ja. Was heißt der? So schneller oder ist er eher so? Ich warte gerade auf ihn. Normal. Ja, normal ist halt. Ah! Ja. Schwierig zu sagen. Ja, der hört sich normal an. Ja, keine Ahnung. Es hat schon gepasst. Also, gemacht. Du hörst dich fast genauso an. Wow. Okay, jetzt kommen noch die Kristalle. So, du hast keine Kristalle. Du hast nur die Kristallkugel. Oh, ich hab grad Glück. Nicht, random klicken hat geholfen. Ja, nee, glaube ich nicht. Natürlich, ich habe bei dem einen so lange gedrückt, bis es geleuchtet hat und dann habe ich halt versucht, den nächsten einzuklicken. Und du hast alle natürlich richtig. Also ich Stück bin jetzt im Kreis gegangen richtig. Und im Kreis gerangen hat gereicht. Hä? Ah, auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl links vom Kamin habe ich sie gesehen. Jetzt musst du sie nur noch finden. Wow.
auf dem Stuhl längst neben dem Richtig. Kamin. Wieso hast du das nicht gesehen, wenn wir da vorhin schon sogar waren? Weil die vorhin nicht da waren? Also ich habe jetzt in der Ecke nicht mehr geguckt. So. Und jetzt kann ich ein Wort. Ein Wort. Genau. Espian. S-P-A-N. Ah! Ah, da ist die Tür, okay. Hast du? Es hört einfach nicht auf! Was hab ich? Also bist du durch? Ja. Okay, gut. Ja, natürlich bin ich doch. Einmal ein blauer Kristall, der zeigt auf einen roten Kristall, ein zweiter blauer Kristall, der auch auf meinen roten Kristall zeigt und ein orangener, oder nee, gelb, ich weiß nicht, was das ist, sieht man nicht gut. Mhm. Der gelb oder orangener Kristall, der auch auf einen roten Kristall zeigt. Okay. Und rechts daneben zeigt dieser rote Kristall, der in der Mitte ist, von allen quasi auf eine Maschine. Mhm. Das ist der, den ich wahrscheinlich brauche, weil ich habe unten diese Maschine stehen. Okay. Und da fehlt ein Kristall. Ja. Ja, dann habe ich wieder Farben. Rot, gelb, grün, lila. Ja. Türkis, also diese ganzen Farben wieder. Ja. Die kann ich auch nehmen. Die sind in Fläschchen drinnen. Und dann habe ich links davon einen Knopf. Also das ist so ein Tisch in so einem Halbkreis. Und links davon ist ein Knopf und rechts ist davon auch ein Knopf. Mhm. Und links, also die Fläschchen, die kann ich nehmen. Mhm. Ich nehme die mal alle raus und da sind Bilder drauf. Okay. Also ich habe einen roten Pilz. Warte, Pilz, wie sieht der aus? Wie ein Pilz. Ich habe hier 4 verschiedene Pilze, du musst mir den irgendwie beschreiben. Okay, also der Pilz ist quasi dreieckig, quasi. Quasi, ja. Mhm. Ja, also ich weiß halt nicht, wie ich den beschreiben soll. Der hat... ich kann dir meine beschreiben, wenn es dir einfacher fällt. Der hat 3 Striche. Der ist rot. Farben habe ich nicht. Ja, sag mal, wie sieht deine aus? Okay, ich habe hier 4 Stück. Der ganz links ist mehr so eine Pilzfamilie. Die sind auch zusammengewachsen. Da sind, weiß ich nicht, 4 große und viele, viele kleine mit Wurzeln. So, dann haben wir 3 einzelne Pilze. Das ist ein Pilz. Ja, und dann habe ich hier einen Pilz, der sieht nackig aus. Und dann beschreibe ich dir noch den letzten. Der sieht aus, als hätte er 3 Hütchen aufeinander. Nee. Okay, dann steht neben dem Pilz ein Name. Ich weiß noch nicht, ob der dir irgendwie hilft. Nee. Aber dir wahrscheinlich. Nö, bis jetzt habe ich... Warte mal. Sag mal den Namen. Fungi mit H. Fungi. Ja. Robo. Fungi. Ja, warte mal. Fungiribarex heißt der. Das ist F-A. Das ist F-A, aber das ist die Pilzfamilie ganz links. Dann macht ihr Sonnenblumen aus dem Radieschenköpfchen kaputt machen. Radieschenköpfchen kaputt machen? Ich kann das nicht nehmen. Ah, weil ich schon habe. Okay, ich mach das kaputt. Und da müsste eine Sonnenblume drin sein dann. Und da sind Sonnenblumen, ja. So, die führst du jetzt mit der Muschelkrabbe, bitte. Mit dem neuen, sorry. Ich war noch bei dem davor. Ja, das ist PF. Das ist PF. PF kommt jetzt in das Dreier fürs Ende. Ja. Okay. Was hatten wir denn da noch drin als das Erste, was wir da vorhin drin hatten? Was? Oha, hattest du eben drin. Ja, das Oha, das war, wie haben wir das gemacht? Das haben wir auch irgendwie bekommen. Ja, das können wir auch direkt machen. Dafür brauchen wir einmal die Birnen. Die Birnen, ja. Und wir brauchen diesen Schrumpfkopf oder was das ist.
Der hat drei Blätter, straight nach oben, der ist sehr rund, der sieht aus wie eine Zwiebel und hat zwei Beinchen und zwei Arme. Alle vier Sachen gehen nach unten. Den müssen wir auch herstellen. Den müssen wir auch herstellen, okay. Den stellen wir her aus diesem einzelnen, langweiligen Pilz. Da ist der Pilz, ja. Und der Krabbe mit dem konischen Dings, mit dem Scheißhaus oder wie auch immer du das identifizierst. Ich teste einfach. Keine Ahnung. Okay. So, die zwei machst du zusammen. Der und was war das erste? FB, das ist der langweilige Pilz. Der langweilige Pilz. Dann muss ich wieder neu holen. Nee. Geht nicht. Also der Pilz, der normale Pilz und das Karottenviech mit den zwei Blättern, drei Blättern. Nicht das Karottenviech, die Krabbe, die wir gerade rausgesucht haben, mit dem Scheiß aus. Mit dem normalen Pilz. Richtig. Ja, dann krieg ich dasselbe Viech raus. Das habe ich doch schon gemacht. Hä? Das habe ich gerade schon gemacht, das Viech. Was muss dieses Viech und was noch zusammen? Du meinst dieses Zwiebelviech? Ja. Hast du jetzt. Okay, das und die Birnen. Das habe ich jetzt zweimal. Und die Birnen. Das habe ich. Das, die Birne wollte ich wissen. Ja, das wusste ich ja nicht. Jetzt haben wir OH, das kommt rein. Ja, richtig. Okay, was ist das Letzte? So, ich gehe mal stark davon aus, dass wir... Wobei, das ist einmal das Radieschenköpfchen. Radieschenköpfchen muss ich erst wieder holen, da, ja. So, jetzt brauchen wir noch PL. Hast du noch ein PL? Was ist PL? Da, wo PL draufsteht. Ja. Da steht nur PL drauf, okay. Ja. Das und das Radieschenköpfchen mal zusammen machen. Ja. Dann hast du was? Keine Ahnung, so ein Viech. Was? So geil. So ein Viech halt. Ja, keine Ahnung, so ein... Ist das die Kartoffel mit den Augen? Das ist keine Kartoffel, das sieht eher aus wie ein Hamster oder sowas. Ein Hamster? Ja, das sieht auf jeden Fall lustig aus. Ist das das, was auf jeden Fall viele Augen haben könnte? Das hat zwei Augen. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund, ein Kinn, sogar so kleine Ärmchen. Haare, es sieht für mich aus wie ein Hamster oder so eine Art Hamster. What? Ja. Pack das mal mit in das Endding, gucken, ob das funktioniert. Ja. Kann das aber, kann ich das wieder? Ja, kann ich. Okay, es geht zu. Jetzt macht die Maschine komische Sachen. Ach Gott sei Dank, ey. Scheiße, ich hätte noch einen Screenshot machen sollen. Das sieht aus wie ein Hamster. Ja, ich sehe das ja bei mir. Für mich ist das eine Kartoffel, eine unförmige. Du bist auch eine Kartoffel. Das ist eine Kartoffel. Ah, okay. Ah, Cutscene. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen, ha? Huh?
Okay, soll ich hier aufhören? Oder ja, also nach der Cutscene, ne? Ja, ist schon vorbei. Nee. Meinst noch nicht. Okay. Die Frau bringt mich gerade irgendwo hin.